Television Zwickau. Deine Region im Bild. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es ist Donnerstag, es ist hoffentlich 19 Uhr und wir sind wieder für Sie da mit unserer Testsendung hier bei Television Zwickau. Eine ganze Zeit lang hatten Sie nur ein schwarzes Bild auf Ihrem Fernseher, jetzt sehen Sie uns wieder. Wieso war das so? Am 1. Juli wurde unser Sendesignal abgeschaltet. Wir waren der letzte Sender in Westeuropa, der noch über ein analoges Antennensignal gesendet hat. Mittlerweile sind die Arbeiten an der DVB-T-Antenne, die in Eckersbach entsteht, in vollem Gange und wir hoffen, dass sie demnächst abgeschlossen sind. Derzeit sind wir leider nur im Zwickauer Kabelnetz zu sehen, müssen aber natürlich unsere neue Technik, die in unserem neuen Studio hier in der Alten Münze im Herzen von Zwickau eingebaut wurde, natürlich auch testen. Deshalb bitten wir Sie um Verständnis, wenn hin und wieder mal ein Bildausfall stattfindet oder vielleicht ein Schwarzbild. Vielleicht geht auch alles gut, wer weiß das schon. Ja, meine Damen und Herren, der Sommer 2013, unsere 6 Wochen Sendepause waren eine arbeitsreiche Zeit für uns, nicht zuletzt, weil ja in Zwickau ausreichend passiert ist. Deshalb wollen wir den Rückblick auf den Sommer 2013 wagen. Eine traumhafte Kulisse bot uns der Zwickauer Hauptmarkt für Classics unter Sternen 2013. Zudem konnte Kraus Event noch bei dieser Veranstaltung ein Jubiläum feiern. Es war die 10. Auflage dieses Spitzenevents und wir waren für Sie dabei. Am Samstag, dem 6. Juli, gab es bereits die 10. Auflage von Classics unter Sternen. Und wir schauten vor Beginn der Veranstaltung mit Matthias Kraus auf die vergangenen 10 Jahre zurück. Na gut, erstmal die meistgestellte Frage, wie macht er das mit dem Wetter? Das ist nun mal für uns eine freudige Geschichte, dass wir so viel Glück haben, weil letztlich ist es Glück, weil wir die Termine mittlerweile auch nach Ferien legen und anderen Dingen und lange nicht mehr nach einem 100-jährigen Kalender. Aber es ist schon spannend, also wenn ich überlege, das erste Jahr, wir standen auf dem Brückenberg auf einem Gelände, wo niemand war, auf einer 13 Meter hohen Tribüne. Es hat am Freitagabend in Strömen quer geregnet. Wir sind dann mit dem Jörg Hempel und unserem Team ins Brauhaus gefahren mit bis zu den Knien voller Schlamm, haben überlegt, wie soll das gehen, haben nächsten früh Rindenmulch aufgefahren und hatten dann, genauso wie das alles nass war, war das wieder trocken und hatten eine Veranstaltung vom Allerfeinsten. Und das ist sicherlich so das, was hängen geblieben ist. Es liegt ja auch eine Entwicklung in 10 Jahren. Man lernt ja. Und was sind so die Erfahrungen, die man gemacht hat? Man muss meiner Meinung nach ganz sehr beobachten, wie das Publikum auch sich verändert. Also wir hatten am Anfang ein etwas älteres Publikum, ich nenne es mal so. Unser Publikum wird immer jünger, trotz alledem immer älter. Und du musst mit der Zeit gehen. Die Leute wollen bestimmte Dinge hören, das gehört dazu. Wir sind unserer Linie treu geblieben, auch mit dem Mix zwischen Klassik und Rock, weil das ist das Besondere. Und wir haben es natürlich immer versucht zu verfeinern, also speziell jetzt zum 10-Jährigen. Gibt es für jedes Paar eine Decke, wir haben die Wunderkerzen, wir haben ein Feuerwerk mit einer Choreografie unterlegt, mit Musik. Also ich denke, wir entwickeln uns schon weiter und versuchen natürlich unserem Anspruch immer gerecht zu bleiben, den Leuten für das, was sie erwarten wollen, auch was zu bieten. Und ich denke, das sind wir bis jetzt ganz gut gefahren. Und damit willst du sagen, es wird natürlich ein 11. Classics geben? Ja, also wir waren noch nie so schnell ausverkauft wie zu dieser Auflage. Und deswegen verkaufen wir ja auch bereits am heutigen Abend schon Karten fürs nächste Jahr, haben schon viele Anfragen und ich denke mal, das ist eine ganz gute Geschichte, die Leute zu belohnen, die jetzt auch Karten haben. Und dann steht das für uns überhaupt nicht zur Disposition. Also wir haben mit den Verträgen, mit den Partnern Langfristigkeiten abgemacht. Und das ist ein fester Bestandteil für Zwickau, hat sich gut entwickelt. Und wir sind ausverkauft, wir haben schönes Wetter, zufriedene Leute, zufriedene Gäste ringsrum in allen Wohnungen und Cafés. Und das ist doch okay. Und los ging es dann mit Karl Orffs Carmina Burana, dargeboten von 150 Chorsängern und 100 Orchestermusikern. Durch den Abend führte auch diesmal wieder Falco Maywald, der die Zuschauer in unterhaltsamer Art durch das Programm begleitete. In einem Film wurden dann den Zuschauern kurze filmische Sequenzen aus den vergangenen 9 Jahren von Classics unter Sternen gezeigt. Wie in jedem Jahr stand auch diesmal wieder die klassische Musik im Mittelpunkt des ersten Teils der Veranstaltung.
Und die dirigierte, wie auch schon in den 9 Jahren zuvor, Stefan Fraß von der Vogtlandphilharmonie Greiz-Reichenbach. Für uns schaute er backstage noch einmal auf die vergangenen Jahre zurück. Naja, wenn man 10 Jahre so eine große Veranstaltung mit auch künstlerisch verantwortet, das ist schon auch etwas ganz Besonderes in unserem Leben als Dirigent. Es ist ja kein bloßes Konzert, es ist ja wirklich die Zusammenführung von vielen einzelnen Aktionen, das heißt die Chöre, das heißt das Orchester, die Rockband im zweiten Teil, verschiedenste Solisten und das auf über 10 Jahre immer wieder vor neuen Herausforderungen stehen, vor verschiedenen Locations, das mit der Tontechnik abzustimmen, vor einem auch insgesamt gewachsenen Publikum. Das ist schon, denke ich, etwas ganz Besonderes. Sie sagen gewachsenes Publikum, sind natürlich auch Ansprüche da. Was glauben Sie, ist der Garant, dass es heute schon wieder in den Kartenvorverkauf für das 11. Classics unter Stern geht? Naja, das Erfolgsgeheimnis von Classics unter Stern besteht darin, dass man durch diese unglaubliche Genrevielfalt, also von der Klassik, wir spielen heute von Richard Wagner bis Rihanna, könnte man sagen. Und durch diese Genrevielfalt bietet man natürlich für jeden etwas. Für den klassischen Konzertgänger genauso, wie für den, der sich eher vielleicht nicht in der klassischen Musik so auskennt oder das vielleicht auch nicht so mag und der vielleicht sich eher in Rock- und Popmusik zu Hause fühlt. Aber das Live-Erlebnis, so etwa ein großes Orchester, Chöre, Rockband und Solisten zu erleben, das ist schon etwas ganz Besonderes. Und natürlich vor der einmaligen Kulisse hier in Zwickau auf dem Hauptmarkt auch das und bei diesem wunderschönen Wetter, denke ich, ist der Garant dafür, dass auch Classics unter Sternen im 11. und 12. Jahr immer wieder ein begeistertes Publikum finden wird. Und das Publikum ist ja jetzt nicht auch mit uns unbedingt 10 Jahre älter geworden, sondern das Publikum ist einfach breiter geworden. Schauen Sie in das Publikum rein. Sie finden den 17-Jährigen genauso wie den 70-Jährigen. Und das ist für uns eine wunderschöne Sache, dass man also generationsübergreifendes Publikum findet und generationsübergreifend dann auch spielen muss. Mit Auszügen aus Richard Wagners Tannhäuser und Lohengrin brillierte die israelische Sopranistin Merav Bonea. Begleitet wurde sie vom Kammerchor des Klara-Wieck-Gymnasiums, der Chorvereinigung Sachsenring-Zwickau und der Singakademie Chemnitz. Bei Giuseppe Verdis Gefangenenchor aus Nabucco bescherte es so manchem Zuschauer eine wahre Gänsehaut. Und dann war er da, der erste Überraschungsgast bei 10 Jahre Classics unter Sternen. Und das war kein geringerer als Elin Kolev. Und er hatte sich ein schweres Stück ausgesucht. Aus Carmen von Pablo de Sarasate spielte er die Fantasie Opus 25. Nach der Pause begeisterte Franco Leon zum zweiten Mal in Folge das Zwickauer Publikum. Nach einem Duett aus Andrew Lloyd Webbers Phantom der Oper, was er alleine sang, begeisterte er mit Jump von Van Halen die Massen. Wahre Begeisterungsstürme gab es auch für die südafrikanische Sängerin Tertia Botha, die mit Unfaithful von Rihanna genau den Nerv des Publikums traf und nun wussten auch die Letzten, wozu die Wunderkerzen da waren. Als zweiten Überraschungsgast konnte Kraus Event einen dem Publikum ebenfalls altbekannten Künstler präsentieren, Jens Pfretschner. Vor seinem Auftritt wollten wir von ihm wissen, ob es ihm ein Bedürfnis war, wieder nach Zwickau zu kommen. Das Bedürfnis vielleicht als Gast, aber nicht als Interpret. Also ich freue mich sehr natürlich, dass ich heute bei dieser Veranstaltung 10 Jahre Classics unter Sternen in Zwickau dabei sein darf. Aber eigentlich stehe ich ja nicht mehr auf der Bühne,
zumindest nicht mehr als Sänger. Und damit habe ich abgeschlossen. Das war eine wunderbare Zeit. Viele Jahre durfte ich da sehr schöne Konzerte mit erleben und auch selbst mitgestalten. Aber mittlerweile ist es so, dass ich mich eher in den Hintergrund zurückgezogen habe und nunmehr als Veranstalter tätig bin, als Geschäftsführer der Vogtland Kultur GmbH. Aber als Matthias Kraus mich gefragt hat, Mensch, 10 Jahre, würdest du nicht nochmal uns zuliebe wenigstens mal ein Lied noch singen? Ist auch selbstverständlich für meine Freunde als Zwickau sehr gern. Was glauben Sie, was das Geheimrezept von Classics ist, dass es eigentlich ein Selbstläufer geworden ist und sicher auch die nächsten Jahre Bestand haben wird? Gut, es gibt ja laut Leonard Bernstein nur schlechte und gute Musik, keine U&E-Musik. Und das beweist eigentlich das Projekt Classics unter Sternen auf wunderbare Weise. Denn hier wird nur gute Musik gespielt, egal ob Klassik oder Rock, Pop, Musical, Operette. Man spielt die schönsten Melodien, die die Leute kennen. Und das von Zwickauern und Vogtländern und Co-Produktionen produziert. Was will man mehr? Man braucht nicht die großen Namen der Welt, um Leute in ihre Stadt zu locken. Es geht also mit Qualität und das haben wir bewiesen. Und das hat vor allen Dingen auch Kraus Event als Firma aus Zwickau bewiesen, dass das funktioniert. Und man kann nur stolz sein auf die Jungs, auf die Arbeit, die sie in den Jahren geleistet hat. Und Danke sagen und weiter so. Und der sympathische Vogtländer hat nichts an Stimmgewalt und Power verloren. Mit Crocodile Rock riss er die Massen von den Sitzen. Und so war die 10. Auflage von Classics unter Sternen mit rund 3.500 Zuschauern wieder ein voller Erfolg. Den Erlös aus dem Verkauf der Programmhefte spendet Kraus Event übrigens den Kindereinrichtungen Zwergenland in Steinpleis und Krümelkiste am Brückenberg, die vom Hochwasser 2013 betroffen waren. Denjenigen, die sich ihre Karten für die 11. Auflage von Classics unter Sternen noch nicht gesichert haben, sei gesagt, der nächste Termin ist der 12. Juli 2014 und der Vorverkauf läuft bereits. Werbung. Zwickauer Energieversorgung. Mit Strom, Erdgas, Wärme sorgen wir für Ihr Wohlbehagen. Löwe. Feiern Sie mit, jetzt mit 90 Monaten Garantie auf ausgewählte Modelle. Bei Martin und Schwedler in der Hauptstraße 98 in Steinpleis. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Zu Hause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Und es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt. Wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur Wohnqualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Idylle, also sprich auch grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann. Entspannen kann. Genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Hotel Flexig in Giegengrün und Hartmannsdorf, der Idylle des oberen Landkreises. Aktive Erholung und Entspannung für den Gestressten. Mit Küche vom Feinsten. Mit öffentlicher Sauna und Schwimmbad. Flexig bietet alles.
Vielleicht haben Sie auch schon mal das Restaurant Alte Münze am Hauptmarkt 6 besucht. Unmittelbar dahinter, also jetzt hinter mir, wurde am 1. August der Grundstein für das dazugehörige Hotel gelegt. Nachdem bereits im vergangenen Jahr das Restaurant Alte Münze in der ehemaligen Zentralhalle seiner Bestimmung übergeben worden war, wurde am 1. August der Grundstein für das dahinterliegende Hotel gelegt. Trotz sengender Hitze ließen es sich Baubürgermeister Rainer Dietrich, der Vorstand der Sparkasse Zwickau, Mitarbeiter des Planungsbüros und zahlreiche Pressevertreter nicht nehmen, dem feierlichen Akt beizuwohnen. Rainer Feige zeigte sich sichtlich erleichtert, dass es beim Hotelneubau keine großen Überraschungen gab, so wie bei der Rekonstruktion des Vorderhauses. Ja, wir haben ja hier Neuland beschritten, hauptsächlich durch das Vorderhaus, weil hier viele historische Funde waren und sehr viele denkmalspflegerische Aspekte berücksichtigt werden mussten. Und da hatte man natürlich Angst, dass hier vielleicht im Boden auch wieder ein paar Skelette auftauchen, was vorne zwar nicht der Fall war, aber historische Funde oder Mauern. Und da sind wir froh, dass wir jetzt raus sind. Jetzt kann uns eigentlich nichts mehr überraschen. Jetzt liegt es nur noch an den Bauleuten, dass das alles termingerecht fertig wird. Und das Hotel bindet sich ja an die Gaststätte Alte Münze an und wird dann auch eine Einheit ergeben und wird aber sicher auch den Anspruch haben, den das ganze Gebäude erfüllt. Ja, es wird ein 3-Sterne-Hotel. 3 Sterne plus, würde ich mal sagen. Und wird alles gemeinsam durch die Gasthausbrauerei Zwickau GmbH bewirtschaftet, sprich Herrn Stockmann und Herrn Bernfingler. Nachdem sich Rainer Feige bei allen am Bau Beteiligten für die gute Arbeit bedankt hatte, ging es dann an die Grundsteinlegung. Dafür wurden die aktuelle Freie Presse, die letzten beiden Genossenschaftszeitschriften der WEWOBAU, ein Satz Bauzeichnungen, aktuelle Euromünzen und natürlich eine historische Münze in eine Schatulle gepackt und schließlich versenkt. Mit 3 Hammerschlägen und guten Wünschen an den Bauherrn, die Betreibergesellschaft und die zukünftigen Nutzer des Hotels war der feierliche Akt dann abgeschlossen. Der künftige Betreiber des Hotels verriet uns dann, warum ihm dieses Hotel so wichtig ist. Also wir werden ja hier ein Objekt aus Hotel und Gaststätte ab April dann kombiniert betreiben können. Die ursprüngliche Intention war ja auch Betreiben der Alten Münze wegen des Hotels, weil bei uns die Zimmer so eine große Nachfrage erfahren hat, dass wir meist ausgebucht sind und Gäste leider abweisen müssen und hoffen dann, diese Gäste hier unterbringen zu können. Und die Symbiose aus dem Biergarten vom Brauhaus, die etwas gehobenere Gastronomie der Alten Münze und das Hotel ist meiner Ansicht nach für alle wirklich sehr schön und wird, so glaube ich fest, auch eine gute Resonanz erfahren. Von Bernd Winkler erfuhren wir auch noch etwas über die Preise der Zimmer und dass es für ganz besondere Anlässe noch ein ganz spezielles Zimmer gibt. Das Doppelzimmer wird unter 100 Euro kosten und haben aber ein besonderes Zimmer für besondere Anlässe. Wir wissen ja hier, dass du bei Feiern auch mal zu Hochzeiten zum Beispiel ein besonderes Zimmer gewünscht wird. Und unsere Suite, unser Hochzeitszimmer ist dann auch halt etwas Besonderes, wo dann der Preis geringfügig höher ist. Wenn alles planmäßig läuft, wird das Hotel mit seinen 11 Zimmern im April des kommenden Jahres seiner Bestimmung übergeben. Gleich zu Beginn der Sommerferien startete auch in diesem Sommer wieder Mini-Zwickau, eine Spielstadt für Kinder. Hier konnten die Jüngsten spielerisch einen Einblick in das Arbeitsleben der Erwachsenen erhalten. Auch in diesem Jahr öffnete Mini-Zwickau, eine Spielstadt, ihre Pforten auf dem Gelände der Humboldt-Schule. In der Zeit vom 15. bis zum 27. Juli waren viele Kinder gekommen, um spielerisch in den Alltag der Erwachsenen einzutauchen. Auf dem weiträumigen Terrain hatte man neben dem Rathaus auch wieder das Arbeitsamt, die Sparkasse, das Einwohnermeldeamt und eine Post installiert. Hier konnten sich die Kinder ausprobieren und erfahren, wie der Arbeitsalltag der Großen aussieht. Aufgrund des schönen Wetters konnten auch alle Aktivitäten im Freien stattfinden. Neben zahlreichen sportlichen Betätigungsmöglichkeiten wurden auch solche Aktionen wie das sichere Fahrrad durchgeführt. Aber auch für die künstlerische Betätigung gab es jede Menge Angebote.
Hier konnten die Jüngsten beim Malen, Basteln und Gestalten ihrer Kreativität freien Raum lassen. Auch die Tiere waren bei Mini Zwickau mit dabei. Liebevoll kümmerten sich die Kinder um die Meerschweinchen aus dem Tiergehege Waldstraße e.V. So dürfte es wohl keine Zweifel daran geben, dass es auch 2014 wieder eine Spielstadt in Zwickau geben wird, in der die Jüngsten spielerisch einen Einblick in die Arbeitswelt der Erwachsenen bekommen. Globus Zwickau nimmt als sozial engagiertes Unternehmen einen ganz wichtigen Platz in unserer Region ein. Jeden Sommer lädt das Unternehmen groß und klein zum Sommer- und Familienfest ein. Am 6. Juli gab es die 9. Auflage des Festes, das auch noch einem guten Zweck dient. Bereits zum 9. Mal fand am Samstag, dem 6. Juli, das Kinder- und Familienfest auf dem Gelände des Globusmarktes Zwickau statt. In diesem Jahr stand die Veranstaltung unter dem Motto Gesund und fit, mach mit. Dazu wurde von Globus eigens ein Bio- und Cocktailstand eingerichtet, denn das Thema gesunde Ernährung ist dem Zwickauer Markt besonders wichtig. Gut, ich sag mal, gesunde Ernährung liegt uns ohnehin am Herzen. Und wie gesagt, wir haben zweimal wöchentlich Kindergläser in Globus, wo wir die Kinder durchs Haus führen, wo wir ganz, ganz viel über gesunde Ernährung reden, über das gesunde Pausenbrot, über welche Früchte kennen wir, weil leider Gottes heute viele Kinder nicht mehr alle Früchte kennen. Und das macht den Kindern ganz viel Spaß. Und dieses Motto haben wir heute hier aufgenommen. Gläserne Globus, viele nehmen das ja wahr. Was muss man sich darunter vorstellen? Was können die Kinder hier alles kennenlernen? Die Kinder können im Gläsernen Globus hinter die Kulissen gucken. Die schauen in die Bäckerei, die schauen in die Metzgerei, die schauen in die Obst-Gemüse-Abteilung. Sie bekommen von unseren Mitarbeitern erklärt viele Dinge. Und dürfen natürlich auch einmal an der Kasse sitzen, kassieren und natürlich probieren, schmecken, riechen, Kräuter, gehört alles dazu. Nach dem tänzerischen Auftakt durch die Dance Devils aus Glauchau wurde das Fest unter anderem durch Petra Mrazek, die ehrenamtliche Stellvertreterin des Landrates, und Bernd Meyer, den Kulturbürgermeister der Stadt Zwickau, eröffnet. Die prominenten Gäste konnten auch gleich ihr Wissen in Sachen gesunde Ernährung bei einigen kleinen Tast- und Geschmackstests unter Beweis stellen, und das sah bei allen gar nicht so schlecht aus. Für die zahlreich erschienenen Kinder gab es im Laufe des Tages jede Menge Möglichkeiten, sich aktiv zu betätigen. So hatte die Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau ihre begehbaren Bälle zur Verfügung gestellt, und den Kindern machte es riesig Spaß, sich darin in einem großen Bassin zu bewegen. Die Verkehrswacht Zwickauer Land war mit einem Verkehrsparcours vertreten, auf dem die Kinder ihre Fähigkeiten ausprobieren konnten. Und auch die Feuerwehr Oberhohendorf war gemeinsam mit dem DRK Zwickau mit vor Ort. Auch Jörn Wunderlich, der familienpolitische Sprecher der Linken, war von der Aktion begeistert. Ich finde das toll. Gerade in meiner Funktion als familienpolitischer Sprecher für die Linke finde ich es ganz toll, wenn solche Feste organisiert werden, unterstützt werden auch. Und es ist ja in Zusammenarbeit mit dem Jugendring Westsachsen, mit seinen 78 Mitgliedsverbänden. Und wir wissen alle, wie die finanzielle Situation auch im Kreis ist, überhaupt im Land. Und es ist insofern sehr schön, dass hier der Erlös dieses Festes dann auch für die ganzen Projekte im Rahmen des Kreisjugendringes zur Verfügung gestellt werden. Das finde ich ganz toll, und auch so diese bunte Familienvielfalt, die sich hier an so einem Einkaufssamstag mal darstellt, wo die Leute auch sagen, Mensch, Familie ist doch eigentlich was Schönes, was Tolles, finde ich großartig. Der Erlös der Veranstaltung betrug über 1.400 Euro und kommt dem Jugendring Westsachsen e.V. zugute. Ja, meine Damen und Herren, das war sie, unsere heutige Testsendung. Wir sind morgen wieder für Sie da, zur gewohnten Zeit um 19 Uhr. Derzeit leider nur im Zwickauer Kabelnetz, denn unsere DVB-T-Antenne, die steht leider noch nicht, wie ich eingangs schon gesagt habe. Wenn Sie wollen, wenn Sie mögen, seien Sie uns treu, morgen 19 Uhr, mit hoffentlich gutem Empfang. Ich hoffe, Sie hatten an dieser Stelle heute keinen Sendeausfall. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Die nächste bzw. die erste reguläre Sendung von Tag Aktuell sehen Sie hier bei Television Zwickau am 19. August. Bis dahin, tschüss.
Television Zwickau.